So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal NerdsLP. Für die Neueinsteiger, ich bin Engineer NerdsLP und mache sehr viele Tutorials und noch andere Let's Plays, wie ihr auch auf meinem Kanal seht. Ja, heute möchte ich euch die automatische Weiterleitung einer U-Bahn-Station in Minecraft vorstellen. Und dazu drehen wir uns einmal um. Und da steht schon dieses Gebäude und ihr braucht halt dafür diese Sachen hier. Ja, das da hinten braucht ihr euch gar nicht zu interessieren, das war ein anderes Tutorial. So. Stellt euch vor, hier ist jetzt eine U-Bahn-Station. Ich komme hier an. Will die Bahn nach da nehmen. Setz mich hier hin. So. Und fahr los. Das gleiche ist, wenn ich jetzt so hier ankomme, drücke ich zack. Und ich kann weiterfahren. Oder halt so. Ich steige aus. Weil diese Schaltung hat Mojang selber bekannt gegeben. Mit einer Redstone-Schaltung, die wir uns gleich anschauen werden, indem die Antriebsschienen aktiviert werden und damit weiterfahren kann. Weil die mühsame und stressige Strecke, zum Beispiel hier ist der Bahnhof, ich bin hier und muss sofort aussteigen und dabei auch schnell meine Lore kaputt machen. Hier hat es schon gar nicht geklappt. Ihr seht es ja. Das ist halt ziemlich nervig. Und deswegen schauen wir uns auch mal an, wie diese funktioniert. Ich würde auch raten, euch hier Kisten zu machen, damit ihr die Loren habt. Und dann fangen wir jetzt mal einmal an. Hier die drei Knöpfe. Auf der Höhe der Truhen. Hier normale Schienen und da hinten erst Antriebsschienen, weil so wird man auch langsamer. Antriebsschiene, normale Schienen und dann wieder die normale Strecke. Und das geht halt hier einen Block hinunter, damit hier auf meiner Höhe ist, der hier und der hier. Wenn ich so bin, dass die Fackel auf meiner Höhe ist. So, dann fangen wir jetzt auch einmal an. Hinter diese drei Knöpfe hier muss Redstone gelegt werden. Also das hier ist jetzt der Knopf. Hier. Da ist er schon rausgefallen, genau. Hier ist der Knopf und dann müsst ihr ihn halt da reinsetzen, wo es jetzt benötigt. Also hier zum Beispiel hier. Und dann müsst ihr das so verbinden. So, und in die Mitte noch befördern, aber erst einen Repeater setzen, der sozusagen in die Mitte guckt, dann wieder einen Redstone von hiermit verbinden, wieder einen Repeater, der in die Mitte guckt, wieder einen Redstone und hier verbinden. Dann geht's runter in den Keller. Hier kann ich jetzt nicht runter, kann ich euch nochmal zeigen. Hier, diesen Blöcken, wo hier hinter dem hier ist, hier sind die Eisenbahnschienen. Und das ist auch hier die Schaltung. Ihr müsst unter die Antriebsschienen rechts und links Redstone packen. Also hier quasi, hier sind die normalen Schienen, da braucht ihr nichts zu machen. Der hier, ganz wichtig, muss zu bleiben. Das könnte ich zwar quasi zumachen, dass es besser ist, dass man sich nicht vertut. Und es muss halt von beiden Seiten bedient werden. Machen wir kurz den Regen aus. So. Und ja, das war die Schaltung. Und ich glaube, hier genau muss man das genau noch machen. Von rechts oder links. Und ja, das war das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn halt nicht, dann halt auch nicht. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte ein Like für das Video. Und schreibt in die Kommentare zum Beispiel, was eure Meinung zu diesem Video hier war. Ja, genau, lasst ein Like her, ein Kommen und vielleicht nochmal ein Abo. Und würde ich sagen, tschüss, tschüss. Tschü.